So, da bin ich wieder. Ja, jetzt haben wir nämlich folgende lustige Sache. Wir müssen da jetzt hin, ne? Nee, müssen wir gar nicht. Da nicht. Wir müssen durch die andere Tür. Wir müssen nämlich noch ein paar Chemikalien mischen. Ich habe das jetzt mal... Also, wir müssen jetzt ein bisschen mixen. Sagen wir mal so. Wir müssen jetzt Schwefelsäure herstellen. Dann müssen wir das Industriewasser noch hinzukippen, damit wir Batteriesäure haben. Und dann müssen wir diese Batteriesäure mit der leeren Batterie halt kombinieren. Und dann können wir schrägstrich dann auch dann den Gabelstapler nutzen. Um an die Karte dran zu kommen, um die Tür zu öffnen. Also, ihr merkt schon, ne? Man kommt von Hölzken auf Stölzken und ja. Nach Pedan könnte ich gehen. Huch. Vielleicht hätte ich die CD doch nicht sofort abgeben sollen. Ich hätte die CD wirklich nicht sofort abgeben sollen. Nice! Ah, geil! So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich finde das ätzend. Ich finde das einfach ätzend. So. Dann. Ja, ich habe gerade was am PC ausgestellt. So, dann nehmen wir nämlich kombinieren. Das. Und dann kombinieren wir. Ja, sauber. Und jetzt haben wir eine Hochleistungsbatterie. Und jetzt müssen wir uns Billy schnappen. Weil der muss jetzt zu uns kommen und muss den Gabelstapler betätigen. Und ich glaube, wir schaffen es heute noch, ich weiß nicht, also, ja doch, ein bisschen weit, also ich weiß nicht genau, wie es jetzt enden wird, aber ich weiß, dass wir kurz vorm Ende stehen. Also, ich denke mal, in dieser oder in der nächsten Folge, wenn ich mich jetzt beim Bosskampf jetzt nicht so abmühen, so, ja, was ist abmühen, aber so blöd anstellen sollte, dann sollte das Let's Play dann beendet sein. Also, davon gehe ich jetzt mal aus. Dum di dum 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 di dum 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 di dum 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 dum. Ach Leute, da kriegt man echt schon wieder gute Laune. Da kriegt man gute Laune, wenn man hier einfach mal durchgeht und die Sachen funktionieren einfach mal. Das hat mich in der letzten Folge so ja angepisst, dass ich so ja nicht weiterkam. So, dann brauchen wir jetzt Billy und der ist am... Achso, da ist der. Pelle, was machst du denn da? Ja... Pass auf. Wir können ja schon mal ein bisschen vorsorgen. Pass auf. Wir lassen sie schon mal... Da ist Platz für eine Batterie. Ja, okay, gut. Dann müssen wir das so machen. Dann machen wir das so einfach mal. Verwenden. So. Der Gabelstarter sieht... Der Gabelstapler sieht einsatzbereit aus, stand da. Aufzugschalter drücken? Nein, noch nicht.
Ich hoffe, der fällt jetzt nicht weg. Das wäre nämlich saublöd, wenn er das jetzt tun würde. Bei meinem Glück könnte das sogar tatsächlich passieren. So. Wir machen das anders. Wir müssen ja durch so einen roten Gang. Da war nämlich noch grünes Kraut. Das würde ich gerne mitnehmen. Dann holen wir uns die Mac. Ja, wir holen uns die Mac wieder. Ich habe nämlich keinen Granatenwerfer und ich, mir deucht sich, dass wir wahrscheinlich das Ding noch für den Endkampf brauchen. Bisher haben sich die Endgegner immer mit dem Granatenwerfer erledigen lassen. Sei es Nemesis, Mr. X, der erste Tyrant oder ja, Kloppomaso jetzt nicht, da hat auch die Schrot ausgereicht. Aber trotzdem. Trotzdem. Ach, verdammt. Scheiße, ey. Ja gut, hier war das doch. Dann müssen wir da hoch, dann kombinieren wir. Dann kombinieren wir einfach das Kraut und dann gehen wir da nochmal den uns vor, ne? Genau, hier hoch. Das hatten wir uns ja in der letzten Folge gemerkt. Ja, genau, hochklettern. Eben. Das hatten wir uns ja in der letzten Folge gemerkt, dass da noch grünes Kraut war. Das sollten wir jetzt auch nehmen. Damit wir für den Endkampf... Damit wir für den Endkampf... Oh Gott. Mit genug Heilung ausgestattet sind. Ja, mitnehmen. Weil es gibt da so einen alten Spruch, der besagt, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Ach ja, das ist schon, ja, doch, ja. Ja, ja, wir holen die Mac. Gut, wie nächste Folge halt. Dann arbeiten wir jetzt in dieser Folge darauf hin, dass wir halt da loskommen und den Bosskampf halt besiege oder zum Bosskampf halt kommen. Was ich mich jetzt halt nur frage, ist halt nämlich, wie wir da, ob wir es jetzt wirklich mit den Waffen mal schaffen. Also, ich bin guter, was heißt guter Dinge? Aber ich hoffe einfach, dass es läuft. Das muss laufen. Ich habe da zwar noch einen Molotow-Cocktail gesehen, aber... Naja. So, jetzt gehen wir mit... Na, wir wollten ihn die Mac holen. Fällt mir gerade ein. Da fiel mir ja gerade ein, wir wollten ja die Mac holen. Ja, und... Wie gesagt, für Rebecca brauchen wir auch die Heilung. Also, ja. Wir gucken mal, was wir da machen. Wie wir mit dem Bosskampf jetzt zurechtkommen. Wir werden auch, wenn wir alles haben, werden wir auch noch einmal, speichern gehen. Ja, weil sicher ist sicher, ne? Ich möchte das Ganze jetzt nicht von vorne machen. Das wäre das Beschissenste, was jetzt passieren könnte, dass ich jetzt sterbe und dann muss ich die ganze Rennerei von vorne machen. Dann kapituliere ich. Thank you.
irgendwas mal gleich mal auf Discord mal gucken. Ist ja auch alles wieder ein bisschen zeitlich verschoben, oder ist ja alles wieder sehr zeitlich verschoben. Das ist geil. Ich mache in den Let's Plays irgendwelche zeitlichen Angaben. Ja, das ist so. Und an dem und dem Tag kommt die Folge raus und das stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach so kackendreist nicht. Ja, aber jetzt heute, während ich hier aufnehme, während ihr das hier seht, ist natürlich schon längst wieder alles am Laufen. Sollten dann eigentlich wieder regelmäßig Let's Plays laufen. Was ich nur nicht einkalkuliert habe, ist tatsächlich meine mein schlechtes Internet. Oder was heißt schlecht, aber es ist einfach zu langsam. Ich habe jetzt alleine das Assassin's Creed Odyssey Let's Play hochzuladen hat, lass mich jetzt nicht lügen, einen halben Tag jetzt gedauert. 2,5 Stunden auf jeden Fall. Und dann brauche ich auch so gar nicht anfangen zu streamen. Das ist natürlich sehr blöd. Was man alternativ, ne, ich lade immer so gesehen an dem Tag immer die Folgen für den nächsten Tag schon mal hoch. Heißt, wenn du die Folge siehst, dann lade ich schon die Folge für, dann lade ich in diesem Augenblick schon die Folge für morgen hoch. Aber wie gesagt, Resident Evil Zero hat sich eigentlich jetzt sowieso erledigt. Damit sind wir eigentlich durch. Wie gesagt, ich gehe jetzt von dieser und nächster Folge aus, dann ist das Let's Play beendet. Und ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, was dann kommt. Oder was ich dann wirklich jetzt noch machen soll. Also doch, eigentlich schon. Ich habe ein paar Pläne für die Zukunft. Und da steht einiges an. Ich würde gerne dran, oder mich dran halten, mit Resident Evil 7 auf jeden Fall weiterzumachen. Vielleicht warte ich da auch noch ein bisschen mit, weil ich gerne da nahtlos zu Resident Evil 8 übergehen würde. Ja, Bild einmal drücken. Bild. Gott, okay. Bild einmal drücken. Nee, Becky. Rebecca, was ist das denn hier? Kriegst mit der Alten auch nichts hin, ne? Jetzt. This way. Okay. This way. Ja, dann komm, Billy. Bali. Let's split up. Roger. Roger. Genau, weil wir gehen einfach mal da hinten hin und wir gehen mit Billy jetzt speichern. Das wird eine schöne, ich habe auch schon einen Titel für die Folge. Ich habe auch schon einen Titel für die Folge. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Ach, fuck.
Boah, das wäre jetzt so gemein, wenn die Viecher jetzt kämen, ne? Also wenn die, wenn diese Larven nochmal kämen, ne? Das Schloss wurde geöffnet. Diese Karte brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen. Ja, natürlich. Als ob ich Schrott behalten würde. Also ehrlich. Also ehrlich. Gut, dann wieder rauf zu dem Gabelstapler. Dann gehen wir mit Billy nochmal eben speichern. Muss ich auch noch aufnehmen. Ich bin mit allem ein bisschen später dran gerade. Ja. So. Ich sag ja, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das wird auch der Titel für die Folge sein. Die Ruhe vor dem Sturm. Also wie gesagt, ich würde eigentlich dann noch vor, also bevor Resident Evil 8 released wird, würde ich gerne ein Resident Evil 7 Let's Play machen nochmal. Beziehungsweise so ein Re-Up. Ich habe das ja schon mal Let's Played. Und ja, ein Nachfolger für Witchhound hätte ich schon. Oder habe ich schon. Da hab ich schon ein bisschen was aufgenommen. Muss aber nochmal wieder, weil die ganze Aufnahme wieder fehlerhaft war. Deswegen muss ich nochmal von vorne aufnehmen. Und ich muss, ich habe mir einen Vorschlag machen lassen, vielleicht Man of Medan aufzunehmen. Oder was heißt vielleicht? Das würde ich auf jeden Fall gerne machen, aber das mache ich halt dann nicht alleine. Deswegen ist das jetzt nicht nur von mir alleine abhängig, aber ich überlege tatsächlich, oder jetzt, wo ich den Vorschlag halt gelesen habe, ziehe ich das jetzt halt echt in Erwägung, das halt so zu machen dann. Ist ja auch ein ganz vernünftiges Spiel. Horrorspiel und vor allem Multiplayer-fähig und das noch storybasiert. Das wird witzig. Es ist nochmal eine andere Let's Play-Art, statt immer nur alleine hier zu quatschen, sondern auch mal mit anderen halt mal, ne, mitzulabern. Deswegen. Boah, ich bin voll müde, ne? Ey, ich weiß nicht mehr warum. Boah. So, Billy. Dann geh mal speichern. Wenn wir Billy gespeichert haben, dann gehen wir zusammen mit Rebecca durch die Tür. Pass auf, gerade jetzt, wenn wir speichern, kommt dann Dingens. Ich sehe es kommen. Ich sehe es so hart kommen. Aber da war noch ein Molotow. Also wenn wir Platz haben, würde ich gerne den Molotow mitnehmen. Weil das ist der Endkampf. Wir brauchen danach nicht mehr zu speichern. Dann würde ich eigentlich ganz gerne, die Filmrollen da lassen. Leider doch klettern, ja. Und würde. Warum haben wir das jetzt gemacht? Also, warum habe ich das jetzt gemacht? Ihr macht das ja nicht. Hier seht das ja nur.
ihr müsst euch das ja nur ansehen. Deswegen würde ich dann den Molotow mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen... Wir kriegen diese Sachen nicht umsonst. Also, das habe ich ja über Resident Evil ja gelernt. Sobald du ganz viel Munition geschenkt bekommst, Heilung, Munition, kündigt sich irgendwo in Arena oder direkt gleich ein Endgame oder Bosskampf an. Das ist einfach so. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in der Gaming-Welt. So. Speichern. Daten aufzeichnen. So, und dann, ne, muss ich sagen, wir sind mit dem Speichern eigentlich ganz gut hingekommen. Noch vier Räume, wir könnten auch viermal speichern. Das ist ganz okay eigentlich. Da haben wir eigentlich ganz gut abgeliefert, würde ich sagen. Das hätte auch schlimmer laufen können. So, film dem. Nehmen wir. Nehmen wir. So. Oh, Mann. Mein Mikrofon, ich hab, ja. Ging gerade ein bisschen locker, deswegen musste ich es gerade ein bisschen fester andrehen. Dass mir das jetzt hier nicht gleich auf den Sack fällt. Das wäre nicht so optimal. Dann war es das nämlich mit der Kinderproduktion oder der Kinderplanung. Dann wird es nie wieder kleine Archivs geben. Ja gut, komm, wir überziehen, bis wir bei Rebecca sind. Das wird schon. Ich bin da guter Dinge. Und ich sehe, OBS ist gerade eingefroren. Ja, ich nehme ja Facecam und so gesehen, meine Audio nehme ich ja über OBS auf. Den Spielsound, das Gameplay nehme ich dann ja über die Let's PlayStation regroup. Aus. Okay. Let's regroup. Okay. Rebecca steht da wie so eine... Keine Ahnung, wie sie da steht, aber sie steht da einfach. Okay, rein. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was da hinter der Tür lauert. Eigentlich sollte da jetzt schon der Endkampf lauern auf uns. Und dann haben wir das Spiel auch eigentlich durch. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, es ist Zeit, dass das Spiel durch ist. Oh, ne? So, dann gehen wir mal da unten durch. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts Böses auf uns zu.
Rebecca, du hast doch die Magnum, ne? Das hat. Ja. Alles klar. Pass auf. Pass auf. Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht umsonst. Das kriegen wir jetzt echt nicht umsonst. Ich will, dass wir die Magnum nehmen. Und selbst wenn wir die Heilung da lassen müssen, scheiß was auf die Heilung. Ist egal. Wir haben da nochmal, das ist ausreichend. Das muss reichen. Hat Billy was, was er noch... Gucken wir mal, komm denn her. Gut. Ja, ist egal. Scheiß was auf die Heilung. Gut, ich würde sagen, statt jetzt mal einfach durchzuziehen mit der Aufnahmesession, beende ich hier mal eben die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und ich bin mal gespannt, was uns dann auf der anderen Seite der Tür dann erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis deine Antenne. Und ciao. Mit auf.